herzlich willkommen. Genau, ich würde gerne, also mein Name ist Alex Wiley, Gründer von ITSEAL. Wie gesagt, seit Mai sind wir Part of Hornet Group. Und hier hat Hornet einen strategischen Move gemacht, dass wir auch Security Awareness jetzt auch im Portfolio haben. Eine der wichtigsten Sachen, wir haben eine Kartbahn, mega geil. Die ist hinten links, also wer Kart fahren will, always welcome. Und wir haben eine Standparty ab 18 Uhr mit Freibier, also always welcome. Business Continuity, ein super, super wichtiges Thema. Ein Thema, was einfach, wir müssen global unsere Geschäfte, unseren Umsatz beständig tätig haben. Das World Economic Forum hat einen richtig, richtig tollen Bericht Anfang des Jahres rausgebracht. Und darum ging es, okay, was sind die größten Threats for Business Continuity? Und wenn wir da auf den Cyberbereich schauen, dann sehen wir genau, okay, Top 1 ist Ransomware, Top 2 ist Social Engineering und Top 3 ist Insider Threat. Und genau darauf müssen wir uns vorbereiten. Und noch ein weiterer Punkt, der ganz deutlich erwähnt wurde, ich meine, die Statistiken kennen wir von den letzten Jahren immer, dass immer der Faktor Mensch ein sehr, sehr großes Risiko ist. Und auch hier wurde es wieder bestätigt, 95% der Attacken, da ist ein Mensch, der einen Fehler macht. Und somit muss man den Faktor Mensch einfach wirklich mitbedenken von Anfang an und nicht nur mal kurz E-Trainings versenden, mal eine Phishing-Kampagne, sondern ganz, ganz wichtig ist es da, eine Sicherheitskultur aufzubauen. Genau. Weitere Risiken natürlich für Business Continuity, Inflation, Rezession, Kriege etc. Aber wir konzentrieren uns natürlich hier auf den Cyberbereich. Hornet Security hat sich spezialisiert auf M365. Wir Kunden und Partner müssen das nicht über uns sagen, also müssen es nicht über M365 machen, aber genau da haben wir uns super stark drauf spezialisiert. Das ist super seamless sozusagen zu integrieren und dann super schön zu verwalten. Und unsere Vision sozusagen ist, auch da schauen wir uns die globalen Trends an. Und global geht es in die Cloud. Auch natürlich da, wir sagen hier im Dachraum, sind dann manchmal ein bisschen konservativer und zurückhaltender. Aber überlegen Sie sich, wo werden wir alle in 5 Jahren stehen? Wo werden wir in 10 Jahren stehen? Da macht es Amerika mal wieder voraus. Da geht alles viel, viel mehr in die Cloud. Und genau da sollten wir als Hornet Security, so Next Generation Security, wirklich genau für M365 super einfach zu bedienen und wirklich super geile User Experience für alle Admins, alle User. Und wenn wir uns dann Microsoft auch nochmal genau angucken, was sie natürlich in den SLAs stehen haben, sorry for the English, hier sagen sie ganz klar, es ist not our duty, it's not our responsibility. Das ist in fact die Responsibility in den SLAs, sind ganz, ganz klar, es liegt bei dir. Du musst dich absichern Richtung Backup, Richtung Recovery, Richtung Datenschutz. It's your thing. Und da, also natürlich Microsoft, super Lösung, schön, aber man muss es halt, wenn man sich sicher aufstellen will, muss man halt diese Third-Party-Security-Vendor-Strategie fahren. Und auch hier sieht man, da, wie gesagt, die Trends gehen zu Microsoft, die Trends gehen zu, man muss es halt mit der Third-Party-Vendor-Strategie abrunden. Und da, wo bewegt sich Hornet, also uns, wo bewegen wir uns hin und wir wollen uns da wirklich global aufstellen. Wir wollen eine Business-Continuity für unsere Kunden, für unsere Partner darstellen. Und da müssen wir auf Prevention setzen, wir müssen auf Protection, Response und Recovery vollumfänglich ausführen. Und hier glänzen wir sozusagen mit Erkennungsraten, wirklich die höchsten Erkennungsraten, wenn man das auch wieder zu Microsoft vergleicht, wo viel die Erkennungsraten auf Englisch eingesetzt sind, auf Deutsch haben sie das hintersehen. Auch da, wie gesagt, nahtlos integriert, ist es leicht zu bedienen und hochautomatisiert. Und ganz, ganz besonders würde ich gerne jetzt nochmal auf Security Awareness Training eingehen, weil das sozusagen, wir launchen Security Awareness bei Hornet. Und wie gesagt, wer das Thema auf dem Schirm hat, auf dem Zettel hat, kommen Sie vorbei. Wir zeigen Ihnen genau, wie wir es machen, was wir machen, wie wir es schon seit Jahren bei ITSEAL, da ist der Stand von ITSEAL, machen, was wir da im Endeffekt für Erfahrungen gesammelt haben mit kleinen Kunden, mit großen Kunden, mit Betriebsräten, mit Datenschutzbeauftragten. Und wir zeigen Ihnen hier einfach Best Practice, wie wird es gemacht.
Und ganz klar ist es, wenn Sie eine Security Awareness Kampagne machen, konzentrieren Sie sich darauf, nicht eine Kampagne zu machen, sondern konzentrieren Sie sich darauf, eine nachhaltige Sicherheitskultur aufzubauen. Also wirklich, eine Kultur, die nachhaltig ist. Und das schafft man halt nicht über Nacht, das schafft man nicht in Wochen, das muss man im Endeffekt ausbilden. Und was wir im Endeffekt sehen, ist oftmals, dass Mitarbeiter natürlich da im Endeffekt einen Vorbehalt haben. Hey, it's not my business, hey, dafür haben wir IT, aber hier müssen wir sie abholen. Wir müssen ihnen aufzeigen, sie haben eine Responsibility. Und wir müssen ihnen aufzeigen, hey, das ist wichtig für uns als komplettes Unternehmen und das ist wichtig für mich als Privatperson, als Alex als Privatperson. Und hier kann ich super was lernen. Und da machen wir jetzt sagen, Schritt für Schritt, wir ziehen alle an einem Strang. Und auch hier haben wir das, wie gesagt, wir haben die Deutsche Bundesbank vertraut auf uns, BMW global, kauft bei ITSEAL. Und hier sehen wir immer diese drei, also der goldene Weg geht über diesen Dreiklang von Mindset, Skillset und Toolset. Mindset bedeutet, dass man am Anfang alle Mitarbeiter abholt. Wir empfehlen ganz, ganz deutlich, informiert eure Mitarbeiter. Sagt ihnen, wie wichtig Cybersecurity ist. Zeigt ihnen vielleicht die Bedrohungslage auf. Wer greift mich da an? Warum greifen sie mich an? Und warum trage ich Verantwortung? Und warum kann ich sozusagen die Firma schützen? Und wie kann ich mich auch als Privatperson schützen? Und genau das ist auch einer der wichtigsten Punkte bei Security Awareness, das Warum am Anfang erklären. Und wenn man dieses Warum erklärt hat, dann kann man mit einem großen, großen Blumenstrauß von Phishing-Simulationen, E-Trainings, Kurzvideos, Quizze, alles im Endeffekt ausbilden. Aber auch da sollte man bedarfsgerecht vorgehen. Und natürlich Toolset unterstützt, einfach, dass wir die Meldeketten etc. So einfach wie möglich für alle Beteiligten machen. Und wie wir das im Endeffekt im Bereich Security Awareness Training machen, ist, dass wir eine wissenschaftliche Benchmark erschaffen haben. Die Grundlage dazu kommt aus der TU Darmstadt, das ist im Endeffekt seit 2012 bis 2014 entwickelt worden. Und es geht darum, wie gut ist ein Unternehmen aufgestellt. Jetzt kann man mal hier und da Phishing-E-Mails machen, man kann hier eine einfache Phishing-E-Mail raussenden, man kann eine schwierige Phishing-E-Mail raussenden, einmal klicken 10%, einmal klicken 60%. What's that? Also was bedeutet diese Zahlen? Und genau das war immer die Reaktion für uns. Wir haben das CISOs gesagt, hey, wir haben unterschiedlichen Schwierigkeitslevel und dann kamen unterschiedliche Prozentzahlen raus. Was bedeutet das? Und genau das war der Punkt für uns, dass wir alle Daten, die wir hatten, miteinander verglichen haben. Und dadurch konnten wir im Endeffekt Benchmarkings erstellen. Wir können genau deinem Unternehmen sagen, wie gut schneidest du ab im Gegensatz zu anderen in deiner Branche, in deiner Größe. Und können dir dann genau sagen, bist du sagen the low hanging fruit oder bist du wirklich top aufgestellt? Und das, wie gesagt, standardisiert, transparent und wirklich, wir haben jetzt wie gesagt über 1000 Kunden, wir haben eine breite Datenbasis, wo man sich halt vergleichen kann. Und wie spielt das jetzt alles mit der Hornet Security natürlich zusammen? Also was Sie kennen oder vielleicht kennen, ist unser Plan 3. Da kommt Hornet Security her. Das heißt, wir haben hier Spam Malware, wir haben ATP, wir haben Infect Backups dabei. E-Mail-Archiv, Signaturservice, E-Mail-Continuity. Also alles, was man braucht, auch wirklich, um Business-Continuity zu verstehen, zu betreiben. Und dieser Plan 3 wird jetzt ergänzt. Und wenn Sie auf den Hornet-Stand kommen, fragen Sie nach Plan 4. Was ist Plan 4? Und das kann Sie im Detail drüben erfahren. Plan 4 ist, Awareness ist dabei, ist im Endeffekt ein Paket, wo Awareness noch oben drauf gesetzt wird und der Permission Manager. Welche Links sharen Sie über SharePoint? Wer hat was geteilt? Wer hat Zugriff auf welche Daten? Also auch da, herzliche Einladung, sagen Sie es mir. Oftmals ist es ein Schulterzucken, genauso wie beim Thema Sicherheitskultur, Schulterzucken. Und somit ist unsere Strategie, unsere wirklich, wenn Sie M365 Kunden sind oder auch Partner sind, die das integrieren, awesome, love it, that's the way to go. Weil wir hier wirklich, es wurde alles speziell auf M365 angepasst. Man kann es aber auch nutzen, sagen wir, wenn man nicht M365 Kunde ist.
super schnelles Onboarding, vollständige Cloud-Support und wirklich, wir haben ein Security Lab, die arbeiten Tag und Nacht und schauen, was wird gerade draußen passieren, dass wir auch proaktiv reagieren können. Und somit können wir sowohl Admins als auch Nutzer wirklich, wir setzen immer auf Einfachheit. Security sollte einfach sein für die Nutzer. Und genau das wollen wir wirklich von Anfang bis Ende durchziehen, sogar für Kunden, für Partner. Und so können wir wirklich unabhängig von der Anzahl der Nutzer eine gleichbleibende hohe Security etablieren. Und auch da, wie ich anfangs erwähnt habe, M365, meine Prognose, meine Meinung, wird sich auch in Deutschland durchsetzen. Das kommt, das wird kommen, geht hoch. Wir sehen das einfach, dass unsere Anfragen immer höher kommen, viel, viel mehr Kunden, viel, viel mehr Partner wollen das integrieren. Und auch da, wenn Sie das noch nicht bei sich integriert haben, haben wir ein schickes neues Tool, sozusagen, wo man sie integrieren kann, also rüber in die Cloud nehmen kann. Genau, und somit haben wir wirklich, wir sehen den großen Bedarf und dadurch, dass wir auch so viele Kunden haben, also wir haben jetzt über 50.000 Kunden, wir sind aktiv in 120 Ländern, 121 sogar. Und hier seht unser Security Lab wirklich ganz, ganz viel. Und auch hier eine kurze Einsicht, was sozusagen die Top, die beliebtesten sind mal Anhänge für Malware sind. A, natürlich HTML, PDF, Word sind mal der Standard, aber auch in der Prozenthöhe. Und wenn wir dann schauen, okay, welche Industrie wird am meisten targetiert? Und auch da sehen wir, dass unsere Forschung, das ist einer der heiligsten Branchen für unsere Innovationskraft, am stärksten angegriffen wird, weil wir da im Endeffekt unsere Innovationen haben und das müssen wir weiterhin schützen. Genau, sonst einfach, es sind ganz, ganz viele Branchen betroffen, natürlich, as we all know, darum sind wir alle hier, deswegen konkret schützen, einfach schützen, Top Security und wenn man M365 sich holt, wie gesagt, die E3-Lizenz, E5-Lizenz, love it, super gut. Aber auch da, wenn wir rausgucken, Third-Party-Security-Vendor. Das ist die Strategie, das sollten Sie fahren. Genau, deswegen herzliche Einladung. Business Continuity made by Hornet. Mehr Informationen finden Sie auf unserem Stand. Wie gesagt, wer noch nicht gesehen hat, da ungefähr so 1500 Quadratmeter mit der Kartbahn. Nochmal herzliche Einladung, kommen Sie vorbei, fahren Sie eine Runde, es gibt Bier heute Abend und ja, dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.